Willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods, allein in der Wildnis. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir stehen vor unserer großen Himmelseiche und gucken uns noch einmal abschließend unser schönes Baumhaus an, was ganz oben im Baum ist, wo man sogar ein bisschen den Zaun von Yoss erkennen kann. Wahrscheinlich sieht das im Dunkeln auch ziemlich toll aus, weil nämlich direkt am Rand, wo es dann eben runter geht, die Laternen stehen und ein bisschen weiter drinnen auch. Das heißt, von innen ist das auch ausgeleuchtet und ich weiß nicht, es hängt jetzt ein bisschen von der Entfernung und vom Winkel ab, wie man drauf guckt, aber das sieht bestimmt richtig toll aus. Ich bin also eben schon mal wieder runtergegangen, ohne Aufnahme, und habe wieder mal Zombies und Spinnen und sonst was gehört. Und habe dann einfach mal von unten nach oben geguckt. Wir gehen nochmal gerade eben hin. Also dieser Baum ist ja so groß, dass hier ruhig ein paar Monster drin sich aufhalten können. Jetzt sind die gerade irgendwie nicht mehr da. Eben saßen hier zwei Spinnen und ein Skelett war auch irgendwo auf halber Höhe zu sehen. Also, das macht überhaupt nichts. Wenn hier irgendwo Monster im Baum sind, dann stören die erstmal überhaupt nicht. Man hört sie auch nicht, wenn sie ein bisschen weiter weg sind. Das kann alles in einem einzigen Baum passieren. Alles völlig egal. So. Und ich hatte ja letztes Mal in den letzten Folgen, in den letzten ein, zwei Folgen schon angedeutet, dass wir eventuell diese Hochweide für einen gewissen Zeitraum auf jeden Fall verlassen werden. Erstmal alles zurücklassen werden. Wir haben hier wirklich sehr viel jetzt geschafft in der letzten Zeit. Viele Folgen haben wir hier oben auf dem Berg verbracht und es sieht wirklich schön aus mit den Laternen und den vielen unterschiedlichen Bäumen, was sicherlich noch ausbaufähig ist. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar gerade kürzlich bekommen, dass in irgendeiner älteren Folge, die ich vor ungefähr einem Dreivierteljahr gemacht haben muss, denke ich mal, irgendwo ein Kirschbaum steht. Ich habe immer wieder von Kirschen gesprochen und irgendwo steht wohl ein Kirschbaum in der Nähe einer Himmelseiche, die wir auf unserer letzten großen Expedition halt gesehen haben. Und daneben stand irgendwo ein Kirschbaum, den ich nicht gesehen habe. Da hat mich jemand darauf hingewiesen. Und da werden wir uns vielleicht auch nochmal auf den Weg machen, um hier vielleicht auch noch Kirschbäume, also keine Zierkirschbäume, sondern normale Kirschbäume zu pflanzen. Jetzt war ich eben gerade dabei, ein paar Avocados noch abzuernten. Eine ist schon im Inventar. Ich würde gerne die anderen dann auch noch mitnehmen, dass wir im Tal, sollten wir da in der Küche vielleicht nochmal ein bisschen uns als Chefkoch versuchen wollen, dass wir auch ein bisschen vernünftige Zutaten haben oder ein reichhaltiges Angebot an Zutaten, damit wir damit auch arbeiten können. So, jetzt gucke ich gerade nochmal, ob wir ein bisschen was von den Pickernüssen mitnehmen können, aber ich glaube, die sind noch gar nicht reif. Das ist ja ein bisschen schade, eigentlich. Ist jetzt hier keine einzige Pickernuss reif. Ah, schade, liegt jetzt daran, dass wir die vor kurzem gerade abgeerntet haben. Aber macht auch nichts, wir müssen auch nicht alles haben, wir nehmen noch ein paar Feigen mit. Und dann ist das auch in Ordnung. Am Inventar kannst du schon sehen, dass ich eben nochmal in unserem Berghaus war, in unserem blauen Berghaus im Hintergrund, um da noch ein paar Sachen rausgeholt habe. Ein paar Laternen, auch dieses dunkle Eisen habe ich mitgenommen, die Kerzen, die wir ursprünglich mitgenommen haben, wofür wir jetzt eigentlich erstmal keine Verwendung hier oben mehr haben. Und ein bisschen Zimt habe ich auch mitgenommen, das heißt den Zimtbaum habe ich auch nochmal malträtiert, dass wir den mitbekommen. So, hier ist noch eine Mango, die nehmen wir auch mit. Und dann können wir eigentlich, weiß ja nicht, ob wir das eben noch ins Haus bringen hier. Nee, geht jetzt auch nicht mehr, ne? Und lassen wir das einfach hier. Vielleicht lassen wir das einfach hier, dass wir das so ein bisschen als Baustelle quasi belassen, damit wir, wenn wir nochmal Bock haben, hier oben weiterzumachen, dass wir das sofort machen können. Ist auch egal. Wir müssen sowieso auf Dauer nochmal nach oben kommen, denn wir werden vermutlich irgendwann diesen Eukalyptus-Setzling auch nochmal fällen wollen. Aber jetzt geht es erstmal ins Tal runter. Tschüss, schöner Berg. Bis bald. Wir sehen uns wieder. Runter geht's ins Tal. Denn ich möchte gerne ein paar andere Sachen machen, die jetzt lange auf der Strecke geblieben sind. Das passt jetzt sehr gut, weil wir gerade auf der Strecke sind. Ha, ha, ha. Nein, schon gut. Es ist gerade Nacht. Vielleicht sollten wir uns eben einmal ins Bett legen. Von der Lore runterspringen. Apropos, wo ich gerade von der Lore runterspringe, fällt mir... Hallo, nicht so weit wegfahren jetzt. Stopp! Wo ich gerade von der Lore runtergesprungen bin, fällt mir der Kommentar von einem Zuschauer ein, der mir vor längerer Zeit mal geschrieben hat, ich sollte doch mal so eine Art Bahnhof errichten, wo man dann die Lore, wo dann die Lore stoppt und sie mal wieder manuell starten muss. Ist ein Thema, was wir auch noch machen, was ich nicht vergessen habe. Übrigens mache ich das so, das vielleicht nochmal so am Rande. Ich schreibe alle Kommentare irgendwo auf. Das heißt, ich nehme die aus den Kommentaren raus über Copy and Paste und speichere die mir in einer Art Vorlage, damit ich nicht vergesse, was mal vorgeschlagen worden ist, beziehungsweise was vielleicht als Verbesserung
in den Raum geworfen wurde. Also das möchte ich nicht vergessen, das soll nicht untergehen. Deswegen hebe ich mir diese Dinge immer irgendwo auf, um dann auf sie zurückzukommen. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Avocados packen wir jetzt erstmal weg. Dieses Einsortieren hat hoffentlich auch bald ein Ende, denn wir wollen das Ganze hier ein bisschen optimieren. So, mal eben gucken, was haben wir denn hier eigentlich? Ich bin ja schon länger nicht mehr intensiver in der Küche gewesen, weiß gar nicht mehr so richtig, was wir hier eigentlich haben. Grob natürlich schon, aber so bestimmte Dinge wie zum Beispiel Aprikosen, haben wir die überhaupt schon? Ich glaube noch nicht, die sind nämlich noch relativ neu. Auf den Bäumen haben wir die reichlich, sind die reichlich? Ach, Moment, da sind sie ja. Da sind, nee, Quatsch, was ist denn das jetzt? Ach, Pfirsiche und Aprikosen. Das ist ja schon was anderes, ne? So, hier sind alle Fächer voll. Das ist so ein bisschen blöde jetzt. Wo packen wir die denn jetzt mal? Den vorübergehenden erstmal hier. Egal. Mangos, haben wir die denn? Das waren die Lore hier weg. Pampelmusen. Also ich werde mich jetzt hier nicht stundenlang mit dem Einsortieren beschäftigen. Nur ganz kurz einfach nochmal, auch dass du nochmal drauf schauen kannst, was wir so alles haben. Aber Mangos, siehst du irgendwo Mangos? Die sind ja doch relativ auffällig, weil die so dick und rot sind. Die haben wir auch nicht drin, ne? Das ist so ein bisschen, also das ganze System hier ist einfach etwas überholungsbedürftig. Und da müssen wir auf jeden Fall ran, da müssen wir dran arbeiten, an diesem System. Das geht so nicht weiter. Ich packe das jetzt mal vorübergehend hier rein, wo auch diese ganzen Seeds, diese ganzen Samen drin sind. Aber das müssen wir sowieso nochmal ändern. Auch diese Presse, die steht hier irgendwie mitten im Raum. Das sieht auch nicht so toll aus. Ich glaube, wir müssen diese Küche auf Dauer nochmal ganz anders aufteilen. Aber das sehen wir dann alles noch. So, Kerzen kommen wieder in den Keller. Also ich sortiere das jetzt mal eben. Moment, da oben sind noch Feigen. Ich sortiere jetzt mal eben alles in Ruhe ein und bereite das neue Projekt vor, was wir jetzt angehen. Bis gleich. Die Nacht ist hereingebrochen und wir haben schon mal so ein bisschen angefangen hier zu arbeiten. Wir arbeiten jetzt auch die Nacht durch. Wir sind ja nicht zimperlich. Ich habe hier einfach mal den Easy Crafting Table und den Auto Crafting Table beiseite gestellt. Und habe hier mal ein Loch nach unten gebuddelt. Also habe hier mal den Boden aufgemacht. Ich habe erst überlegt, wo stellen wir denn den... wie heißt der jetzt? Den Schubfachcontroller, genau. Den Schubfachcontroller. Wo stellen wir den hin? Dann habe ich erst überlegt, hier irgendwo an Rand. Man muss aber bei der Platzierung des Schubfachcontrollers berücksichtigen, dass er eine Reichweite hat von 12 Blocks. Und zwar in jede Richtung. Nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, nach oben und nach unten. Also 12 Blöcke Reichweite hat er. Und wenn ich mir diesen Keller hier angucke, dann ist der halt relativ groß. Und dann muss der halt schon relativ zentral stehen. Das Ganze muss natürlich gleichzeitig auch noch mit den Gegebenheiten oben irgendwo passen, dass das auch alles hinkommt. Und deswegen habe ich mir diesen Platz hier ausgesucht. Heißt dann im Endeffekt, dass wir dieses Werkzeugregal auf Dauer hier auch abreißen müssen. Das passt hier nicht mehr hin. Und wir würden dann hier mit dem Schubfachcontroller beginnen. Oh, jetzt müssen wir eben gerade gucken, was wir nochmal dafür brauchen. Also Stein brauchen wir dafür. Dann brauchen wir hier ein Schubfach, was wir da reinpacken. Diamant und Redstone-Komparatoren. Jetzt gucken wir mal gerade. Wir haben ja reichlich davon da. Redstone, also Redstone-Komparatoren, könnte sogar sein, dass wir die noch oben haben. Habe ich da seinerzeit, als wir das Blumenhaus bearbeitet haben, da haben wir ja auch schon dieses automatische Schubfahrsystem drin. Hätte jetzt sein können, dass wir eventuell noch ein paar von diesen Komparatoren haben. Ist aber nicht der Fall. Mal immer gerade gucken. Ich habe das ja noch nicht so oft gemacht. Also zweimal Nether-Quarz brauchen wir jetzt im Endeffekt. Mehr brauchen wir gar nicht. Wir haben ja reichlich gesammelt auf unserer Reise. Sage ich immer wieder gerne. Durch die ganzen Abenteuer, die wir erlebt haben, haben wir eben auch jede Menge Rohstoffe einsammeln können. Okay. Was brauchen wir noch für die Komparatoren? Die Redstone-Fackeln und Steine. Das haben wir alles unten. Wir gehen nochmal eben runter. Wir machen das jetzt ganz in Ruhe hier. Redstone-Fackeln. Redstone-Fackeln. Haben wir auch... naja, ganz so viele haben wir nicht mehr, ne? 6 brauchen wir auf jeden Fall. Waren da oben eben noch welche? Habe ich gar nicht genau gesehen. Ganz normale Steine, die haben wir hier auf jeden Fall. Oh, es ist herrlich. Wir können hier aus dem Vollen schöpfen. Es ist alles vorhanden. Also los. Mal eben kurz den Easy Crafting Table angucken. Wir können das auch mit dem Easy Crafting Table, wenn wir alles haben. Moment, Diamanten haben wir noch nicht. Einen Diamanten. Diamanten haben wir übrigens auch nur noch 26. So langsam geht der Vorrat auch zur Neige. Gerade nochmal eben schauen. Steine, Redstone-Fackeln. Lass uns mal mit dem Easy Crafting Table arbeiten. So, Redstone-Komparatoren. 1,
2 brauchen wir. Zack. Das reicht dann ja schon. 2 Stück. Und... Komparatoren. Achso, ein Schubfach brauchen wir auch noch. Können wir davon nicht einfach irgendwie eins abreißen hier, von denen, die wir sowieso schon haben. Denn diese Eichenschubfächer möchte ich auf Dauer nicht mehr haben. Die möchte ich auf Dauer einfach nicht mehr haben. Haben wir jetzt alles beisammen? Steine, Redstone-Komparatoren, Diamant. Eigentlich müssen wir jetzt alles haben, ne? Eigentlich müsste das jetzt funktionieren. Der müsste eigentlich jetzt vorgeschlagen werden. Eben gerade gucken, ob das Ding auch funktioniert. Wieso wird er nicht vorgeschlagen? Doch, da ist er ja, Schubfachcontroller. Also bauen wir ihn. Diesmal mit dem Easy Crafting Table ein bisschen schneller. Was wir auch noch brauchen, ist ein Trichter. 19 mal Eisen, das müsste eigentlich auch für einen Trichter auch reichen. Wo ist der Trichter denn jetzt? Sehe ich ihn nur nicht? Trichter. Oder muss da auch noch eine Truhe rein oder was? Ach, da muss noch eine Truhe rein, genau. Mit der Truhe, das hatte ich vergessen. Haben wir die denn nicht im Inventar? Nee, haben wir nicht. Schade, haben wir nicht nach oben Truhen. Holz haben wir... Ach Mensch, jetzt müssen wir wegen dieser blöden Truhe nach oben laufen. Obwohl eigentlich könnten wir auch einfach hier eine von abnehmen. Denn die Truhen kommen ja auf Dauer hier auch weg. Deswegen können wir ruhig von den vorhandenen Materialien hier... Grated Hopper. Trichter. Ein Trichter brauchen wir. So. Hopper Ducts habe ich hier übrigens auch schon ins Inventar gepackt. Davon haben wir reichlich da, von diesen Hopper Ducts, also von diesen... Rohren bzw. Leitungen, die wir auch benötigen. So, wie setzen wir denn jetzt? Lasst uns mal eben ganz kurz überlegen. Das Ding muss weg. Dann machen wir hier ein Loch rein. Direkt auf der Erde gebaut hier. Normalerweise müsste der Schubfachcontroller jetzt hier direkt unter die Erde kommen. Man denn jetzt von hier aus einen Hopper-Duct nach oben legen oder müssen wir vielleicht erst... Das geht. Also von hier aus kann man einen Hopper-Duct nach oben packen. Hopper-Duct, Hopper-Duct. Hopper-Duct? Ach nee, das ist eins. Moment, das ist eins zu weit. Oder geht das auch hier? Überleg jetzt gerade. Ich glaube, wir reißen jetzt erstmal die ganze Werkbank hier ab. Die geht mir hier nur auf den Geist. So kann ich nicht arbeiten. Zack, weg damit. Die ganze Werkbank weg. Oder das ganze Werkzeugregal meine ich natürlich, nicht Werkbank. Weg damit. Das muss anders laufen. Die kann hier sowieso nicht bleiben. Wie gesagt. Wir packen jetzt erstmal alles hier rein. Wir sortieren das in aller Ruhe später nochmal um. Aber erstmal kommen diese ganzen Sachen jetzt hier oben rein. Ist noch eine halb... abgenutzte Eisenaxt. So, jetzt haben wir aber weitestgehend diese ganzen Schrottwerkzeuge, wie ich sie einfach mal böswillig nennen möchte, weggepackt. Auch das Ding packen wir hier rein. So, jetzt sind wir relativ... Ach, noch ein Schwert. Das Schwert können wir auch hier reinpacken. Das ist dann auch egal. So, Schwert hier rein. Hier sind ja sowieso die ganzen Waffen und die ganzen Rüstungen drin. Und jetzt bewegen wir das ganze Teil nochmal ein weiter nach rechts. Zack, weg damit. Hopper-Duct. Hopper-Duct hier, Hopper-Duct da. Schubfach-Controller. Das lassen wir erstmal offen, weil wir wahrscheinlich irgendwie noch rumhantieren müssen. Da, 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 diese ganze Wand. Ich überlege jetzt gerade, ob man vielleicht hier schon mit der Wand beginnen kann. Moment. Wir müssen ja einen Trichter haben, wo das alles reinkommt, das Material. Und jetzt, ich hatte mir jetzt erst überlegt, einfach hier so Rohre nach oben zu legen, dass man dann oben einfach den Trichter macht und dass das dann hier durch die Rohre runterkommt. Aber vielleicht kann man ja sogar schon mit Schubfächern hier arbeiten, dass wir diese Rohre gar nicht brauchen. Das werde ich mal ausprobieren. So, Halleluja! Nach etwas Rumhantieren hat es jetzt doch funktioniert. Wir brauchen gar keine Hopper-Ducts dafür. Es funktioniert also auch so, wenn man einfach diesen Schubfach-Controller ein bisschen weiter nach oben setzt. Ich habe den Boden hier mal aufgerissen, oben den Trichter hingesetzt, wo nachher auch die Truhe drauf kommt, wo die ganzen Items dann reinkommen irgendwann.
Dann habe ich hier den Schubfachcontroller hingesetzt. Und wenn man jetzt einfach mal testhalber hier irgendwas reinpackt, wir nehmen jetzt mal den Boden Eichenholzstufe, packen einen Burger rein oder einfach mal ein Birkenschubfach an sich, dann wird das automatisch hier einsortiert, sieht man schon. Das heißt, wie gesagt, Hopperduct sind hier komplett überflüssig. Die Erde habe ich hier einfach nur hingepackt als Hilfestellung, damit ich besser arbeiten kann. Mache ich ja häufiger. Den Boden können wir jetzt wieder ganz normal zumachen und können jetzt im Endeffekt, der Grundstein für das automatische Schubfachsystem ist auf jeden Fall gesetzt und wir können jetzt anfangen, hier mit vornehmlich Birkenschubfächern das Ganze ausbauen. Also es wird vermutlich so laufen, dass hier diese ganzen Eichenschubfächer, dass wir das alles abreißen, weil ich die im Grunde genommen gar nicht so schön finde und weil das hier auch irgendwie alles so halb fertig nur ist. Hier sind ein paar Fackeln zwischen, das gefällt mir nicht und dann haben wir hier wieder eine Unterbrechung, hier geht es dann weiter und dann haben wir hier Truhen. Das Ganze muss wesentlich professioneller sein. Im Idealfall sollte der ganze Keller komplett vernetzt sein, das heißt alle Schubfächer sollen miteinander verbunden werden. Das müsste von der Reichweite, wie gesagt, 12 Blöcke in jede Richtung, müsste das eigentlich auch hinkommen, denn der Schubfachcontroller ist sehr zentral gesetzt. Und ich werde jetzt hier mal ganz zackhaft anfangen, so ein paar Sachen hier abzubauen. Diese Truhen zum Beispiel, diese unglaublich dicken, fetten Glühlampen, die mir auch überhaupt nicht mehr gefallen. Also, der Keller hat hier ganz klar eine Überholung nötig. Und damit werden wir jetzt mal in aller Ruhe beginnen. Bis gleich.